Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir reden heute über den Emissionshandel. Aber was ist das genau, Emissionshandel? Vielleicht kann man das für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch einmal etwas einfach erklären. Vielleicht kann man das so sich vorstellen, dass unsere Atmosphäre eine einzige große Müllhalde ist. Und in dieser Atmosphäre lagern wir den ganzen Dreck, den wir mit unserer Lebensweise, unserer Produktionsweise und Weise zu wirtschaften produzieren. Und wenn wir zu viel CO2 auf diese Müllhalde packen, dann kann diese Müllhalde kippen. Das ist das, was wir mit der Erderhitzung und dem Klimawandel gerade erleben. Wenn nun ein Konzern daherkommt, nennen wir ihn beispielsweise RWE, und möchte ganz gerne aus Braunkohle Strom produzieren, so setzt er dabei CO2 frei und möchte ganz gerne dieses CO2 auf diese Müllhalde, genannt Atmosphäre, packen. Also hat man sich überlegt auf europäischer Ebene, weil das nicht ewig so weitergehen kann, man macht einen Preis für den CO2, man gibt sogenannte Verschmutzungsrechte aus. Das heißt, das Recht, CO2 auf diese Atmosphäre zu packen, und lässt Konzerne dafür bezahlen. Die Theorie: Durch diese CO2-Preise im Emissionshandel werden Unternehmen dazu gezwungen, CO2 einzusparen und Klimaschutz zu betreiben. Im Grunde muss man vielleicht sagen, das ist ein Prinzip, was unsere Lebensgrundlagen dem Marktprinzip radikal unterwirft. Und im Grunde würden wir sagen, das ist ein zynisches Prinzip. Und die FDP sagt jetzt, dieser Emissionshandel sei, Zitat, das effektivste Instrument in der Klimapolitik. Schauen wir uns einmal die Realität an. Bereits 2005 sind viel zu viele Zertifikate ausgegeben worden. Zum einen, weil die Wirtschaftslobbyistinnen in Brüssel gute Arbeit geleistet haben. Zum anderen, weil viele Unternehmen höhere Emissionen angegeben haben, also behauptet haben, sie würden mehr CO2 ausstoßen, als sie es tatsächlich getan haben. Das Problem haben wir heute noch, auch wenn es eine Reform gegeben hat. Wir haben weiterhin 1,6 Milliarden überschüssige, das heißt nicht genutzte CO2-Zertifikate am Markt. Und ein weiteres Problem gab es, denn Herr Mindroth hat es eben schon erwähnt, ein Teil dieser Zertifikate ist verschenkt worden an Konzerne. Das heißt, man hat behauptet, es gibt sozusagen ein Grundrecht für Konzerne, unsere Atmosphäre zu verschmutzen. Nun könnte man sagen, ist ja gut, dass dieser Teil dann auch kostenlos verteilt worden ist an Unternehmen. Dann kann es ja nicht sein, dass der Strompreis weiter gestiegen ist. Aber weit gefehlt. Viele Konzerne haben es so gemacht, dass sie so getan haben, als hätten sie diese CO2-Zertifikate, die sie real kostenlos bekommen haben, gekauft und haben das auf die Strompreise draufgeschlagen. Das heißt, virtuelle Zertifikate, für die sie nichts bezahlt haben, haben real die Strompreise gesteigert. Das hat zum einen die Stromkunden verärgert, aber das hat zum anderen die Aktionärinnen dieser Konzerne sehr gefreut. Und da liegt das Problem. Dass ein Teil kostenlos verteilt worden ist an die Unternehmen, und zwar auch an Unternehmen, die zu hohe Emissionswerte angegeben haben, hat ein weiteres Problem mit sich gebracht. Denn die Konzerne, die zu viele Emissionszertifikate kostenlos bekommen haben, haben gedacht, okay, machen wir uns ein Geschäft daraus. Und sie haben die kostenlos zugeteilten Zertifikate für günstige Preise weiterverkauft. Das hat die Problematik geborgen, dass nicht nur die Konzerne extra Profite gemacht haben durch kostenlos auf Kosten der Steuerzahlerin zugeteilte Zertifikate, sondern auf der anderen Seite sind die CO2-Preise im Emissionshandel in die Tiefe gerauscht. Und man könnte sozusagen sagen, dieser Emissionshandel war lange Zeit eine teure Gelddruckmaschine für die Konzerne und nicht mehr. Aber wenn man schaut, hat die Bundesregierung 2015 berechnet, welchen Anteil hat der Emissionshandel tatsächlich an den Einsparungen von CO2 geleistet in der Bundesrepublik seit 2005. Und die Bundesregierung hat ausgerechnet, man kommt auf 1 Million Tonnen CO2, die durch den Emissionshandel eingespart worden sind. Das klingt jetzt erstmal relativ viel, aber in Realität
ist es ziemlich wenig, wenn man sich anschaut, dass im gleichen Zeitraum das Erneuerbare Energiengesetz 142 Millionen Tonnen CO2 eingespart hat. Das heißt, dieser Emissionshandel ist teuer und nicht effektiv. Nun sagt die FDP, okay, seit 2017 hat es eine Reform gegeben. Es ist tatsächlich CO2 eingespart worden. Wir haben das jetzt auch im Wechsel von 2019 auf 2020 gesehen. Und deswegen sagt die FDP, okay, jetzt in 2 Jahren hat das mal ein bisschen funktioniert. Und deswegen fordert die FDP in ihrem Antrag, den, Zitat, planwirtschaftlichen Kohleausstieg zu stoppen. Und hier liegt das Problem. Denn wenn wir den Kohleausstieg stoppen, verlassen wir uns auf das Prinzip Hoffnung, auf einen Emissionshandel, der in der Vergangenheit sehr schlecht funktioniert hat. Und wir haben keine Garantie, dass in der Zukunft funktioniert. Und wir als Linke sagen, nein, es ist nicht das Problem, dass ein Plan ausgearbeitet wird für die Zukunft. Wir brauchen Sicherheit für die Beschäftigten, wir brauchen Sicherheit für die Region. Das Problem ist, dass der Kohleausstieg zu spät kommt und das Problem ist, dass wieder die Konzerne mit Milliarden entlastet werden. Und wir sagen, wir brauchen eine demokratische und soziale Energiewende, eine Energiewende der vielen, an die sich alle zu halten haben, wo sich niemand rauskaufen kann. Deswegen sagen wir, wir stehen für Klimagerechtigkeit. Der Vorschlag der FDP ist abzulehnen. Vielen Dank. Oliver Grischer, Bündnis 90 Die Grünen.